Why you are all laughing when he said that he speaks German? So, comrades, ladies and gentlemen, friends, thank you very much for your invitation to your Congress, and I'm very honored and proud to stay here and to have a speech about Europe and about our ideas about a social democratic Europe. And of course, Job is right when he said that it would be better to speak in German, because I was a very lazy student in school, and I made more politics than learning English, and so please forgive me that I will change in my own language, and I hope that it's possible to understand the speech in German. Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Genossinnen und Genossen und lieber Job, als ihr mich zu dem Besuch eingeladen habt hier zu eurem Parteikongress, habe ich mich sehr gefreut, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Natürlich auch, weil die Partei von der Arbeit und die deutsche Sozialdemokratie enge Verbindungen haben. Wohl wie keine anderen sozialdemokratischen Parteien in Europa, schon durch unsere gemeinsame Grenze. Parteigliederungen in den Niederlanden und in Deutschland haben gemeinsame Projekte. Aber es liegt auch daran, dass der Name eurer Partei in Deutschland einen besonders guten Klang hat. Kaum etwas anderes drückt die Herkunft der Sozialdemokratie und ihren Auftrag so gut aus wie der Name Partei van der Arbeid. Die Partei der Arbeit, die Partei der fleißigen Leute, diejenigen, die die Werte schaffen in unserer Gesellschaft und die deshalb auch einen Anspruch darauf haben, dass sie in der Gesellschaft teilhaben und mitbestimmen. Die Partei van der Arbeid hat die Niederlande und die niederländische Gesellschaft über viele Jahre hinweg und Jahrzehnte geprägt, aber euer programmatischer Einfluss und euer politisches Vorbild reichten oft weit über die Grenzen der Niederlande hinaus, natürlich auch bis zu uns in Deutschland. Und um etwas vorwegzunehmen, morgen beratet ihr, glaube ich, einen Antrag zur internationalen Politik. Ich habe den vorher lesen können und finde, das ist ein Antrag, der es wert wäre, dass die gesamte europäische Sozialdemokratie ihn zur Grundlage ihrer Debatte über ihre internationale Politik und über Europa macht. Und ich finde, das ist ein Zeichen, dass auch heute noch von eurer Partei große Signale über die Niederlande hinausgehen können. Und wenn ihr es gestattet, dann würde ich gerne in Deutschland euren Antrag, auf Deutsch übersetzt, wortgleich meiner Partei, auch zum Beschluss vorlegen. Er ist wirklich exzellent. Zur Wahrheit gehört natürlich auch, dass wir uns nicht immer einig waren, was europäische Fragen angeht. Über viele Jahre hinweg gab es im Zuge der Wiederannäherung, vor allen Dingen nach dem Zweiten Weltkrieg, ganz heftige Auseinandersetzungen zwischen der niederländischen Sozialdemokratie und der deutschen. Vor allen Dingen die Debatten des damaligen SPD-Vorsitzenden Kurt Schumacher und eures Vorsitzenden Alfred Moser sind uns jedenfalls in Deutschland in der Geschichtsschreibung der Sozialdemokratie nach wie vor bekannt. Ihr habt euch besser verstanden mit Herbert Wehner, dem großen deutschen Sozialdemokraten und Fraktionsvorsitzenden. Heute gibt es zwischen uns sehr viele Gemeinsamkeiten. Wir kämpfen gemeinsam für ein starkes Europa und wir sind uns freundschaftlich verbunden. Lasst mich deshalb ein paar Gedanken zur Europapolitik der sozialdemokratischen Parteien vortragen. Ich behaupte, wir erleben gerade weltweit, insbesondere aber in Europa, so etwas wie eine Zeitenwende. Das Zeitalter des Marktradikalismus und des Neoliberalismus geht zu Ende. Viele Jahre, fast 3 Jahrzehnte lang, war die herrschende Lehre überall auf der Welt, in der Ökonomie, in der Politik, in den Medien, dass im Zeitalter der Globalisierung nur ein Ziel zählt: möglichst wenig Regeln, möglichst wenig soziale Regeln, ökologische und eine möglichst freie Arbeit der Märkte. Die Hoffnung und die Idee war, dass die Konkurrenz auf den Märkten, Unternehmen gegen Unternehmen, Staat gegen Staat, Menschen gegen Menschen. Am Ende die einzige Möglichkeit ist, effizient zu wirtschaften, Leistung hervorzubringen und am Ende Volkswirtschaften konkurrenzfähig zu machen. Menschen wurden mehr und mehr zu einem Konkurrenzwesen. Man hat nur noch daran gedacht, dass sie nur dann zur Leistung fähig wären, wenn man sie gegeneinander in Stellung bringt. Und wir haben erleben müssen, dass am Ende dieses Zeitalters des Neoliberalismus das Gegenteil der Fall war. Die ganze Vorstellungswelt der Neoliberalen und auch der Konservativen wurde von diesem Bild geprägt. Und alles, wofür Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten seit dem Ende des 19. Jahrhunderts gekämpft haben, vor allen Dingen für soziale Rechte und für soziale Spielregeln in unserer Gesellschaft, wurde von dieser Ideologie infrage gestellt. Es sollte für das neue Zeitalter der Globalisierung im 21. Jahrhundert nichts mehr taugen, wofür wir seit über 100 Jahren gekämpft haben. Das war seit 3 Jahrzehnten die herrschende Lehre, nicht nur in der Politik, sondern vor allen Dingen auch in dem, was sich ökonomische Wissenschaft nannte. Heute wissen wir, spätestens mit der Finanzkrise 2008, 2009 ist diese Ideologie krachend gescheitert. Die freien und unregulierten Märkte haben eben gerade nicht effizient gearbeitet, sondern ineffizient. Hunderte von Milliarden von Euro und Dollar wurden verschleudert und mussten hinterher aufgebracht werden, um Wirtschaft und Arbeitsplätze und ganze Volkswirtschaften weltweit zu retten. Diejenigen, die das verbreitet und zur herrschenden Lehre gemacht hatten, die Neoliberalen überall auf der Welt, waren in Wahrheit gar keine Ökonomen. Sie vertraten keine ökonomische Wissenschaft, sondern es waren wohl eher Theologen. Sie haben Glaubenssätze verkündet statt ökonomischer Wissenschaft. Und sie haben vor allen Dingen knallharte Interessen vertreten, Interessen, die immer jenseits des Gemeinwohls gelegen haben, für die Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten eingetreten sind. Und es ist gut, dass das endlich zu Ende ist, liebe Genossinnen und Genossen und liebe Freundinnen und Freunde. Stattdessen erlebten wir eine Welt, in der am Ende die Gewinne privatisiert und die Verluste sozialisiert wurden. Diese Form von Verlustsozialismus haben gerade die hervorgebracht, die sozialistische Ideen am meisten bekämpft haben. Und wenn heute jemand fragt, warum wir eine Besteuerung der Finanzmärkte brauchen, dann liegt da die eigentliche Antwort. Wir haben überall auf der Welt, auch in unseren Ländern, hohe Schulden machen müssen, um die Spekulationen an den Finanzmärkten nicht durchschlagen zu lassen auf Arbeit und Wirtschaft und soziale Sicherheit. Und ich finde, es kann nicht sein, dass wir jetzt die Schulden dadurch abbezahlen, dass wir den Menschen die Steuern erhöhen, dass wir unsere Städte verkommen lassen, nicht genug Geld für Schulen und Kindergärten haben, sondern es muss möglich sein, die Finanzmärkte zu besteuern, damit sie einen Teil der Verluste, die sie zu verschulden haben, auch mit abbezahlen müssen, liebe Genossinnen und Genossen. Das ist eine Frage der öffentlichen Moral. Und es ist übrigens auch eine Frage der Marktwirtschaft. Manchmal habe ich den Eindruck, Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten sind die Letzten, die die Marktwirtschaft verstanden haben. Denn in der Marktwirtschaft geht es doch darum, dass Risiko und Haftung in einer Hand sind und nicht sozusagen immer dann, wenn es schief geht, ein anderer zu bezahlen hat. Und deswegen verteidigen wir die Marktwirtschaft, wenn wir dafür eintreten, dass auch diejenigen, die die Krise zu verschulden haben, mithelfen müssen, dass wir wieder rauskommen. Ja, ich weiß, es gibt Diskussionen auch in sozialdemokratischen Parteien, ob wir die Finanzsteuer nur in ganz Europa erheben können oder ob wir, weil unsere Freunde in Großbritannien nicht mitmachen wollen, es nur in der Eurozone machen, weiß ich. Ich kenne auch das Argument, dass wenn wir es alleine machen, dann wir die Verlierer sind, die gehen dann nur nach London. Ich will offen sagen, auf die Gefahr will ich mich gerne einlassen. Die Briten haben seit 400 Jahren eine Börsenumsatzsteuer, und deswegen ist auch keiner aus London abgehauen und hat sich in Frankfurt oder Amsterdam angesiedelt. Und ich war mal Umweltminister. Wenn man als Umweltminister zu Hause ein Gesetz vorschlägt, um das Wasser sauber zu halten, was gegen den Klimawandel zu tun oder die Luft rein zu erhalten, das Erste, was man hört, ist, das geht nur, wenn du es weltweit machst. Mindestens aber in Europa. Wenn du alleine damit anfängst in Deutschland, dann ist das der Untergang der deutschen Wirtschaft. Das hören wir jetzt seit 50 Jahren und erleben tun wir was ganz anderes. Gerade im Umweltschutz hat es gezeigt, dass du vorangehen musst, dass am Ende deine Gesellschaft davon profitiert und dass andere es mitmachen wollen und nachahmen werden. Deswegen lasst uns den Mut haben, in der Eurozone zu beginnen, mit gutem Beispiel voranzugehen und dafür zu sorgen, dass wir nicht tatenlos zusehen, dass die Verursacher der Krise ohne Beitrag zur Senkung der Schulden davonkommen, liebe Genossinnen und Genossen. Wir brauchen übrigens das Geld aus der Besteuerung der Finanzmärkte auch noch für etwas anderes. Wo liegt denn aktuell das größte Problem in Europa? Natürlich müssen wir Schulden abbauen. Kein Sozialdemokrat und keine Sozialdemokratin in Europa sollte sich gegen den Abbau von Schulden wehren. Staatsschulden heißt immer, dass der Staat seine Handlungsfähigkeit einschränkt. Zu hohe Staatsschulden heißt, von den hart erarbeiteten Steuergeldern der Arbeitnehmer musst du einen wachsenden Teil für Zinsen und Zinseszinsen ausgeben, die nicht für Bildung, nicht für soziale Sicherheit, nicht für Umweltschutz zur Verfügung stehen. Deswegen muss man Schulden senken. An Staatsschulden haben nur die Interesse, die so reich sind, dass sie dem Staat ihr Geld leihen können. Das sind in der Regel keine Arbeitnehmer, liebe Genossinnen und Genossen. Deswegen, ich will Staatsschulden senken. Es ist auch richtig, das in Europa zum Ziel zu machen. Aber wer Staatsschulden senken will, der wird nicht auf Wachstum und Beschäftigung verzichten können. Wir erleben in Europa gerade, dass die Maxime von Frau Merkel, überall geht es nur um Sparen, dazu führt, dass die Einnahmen der Staaten noch mehr zusammenbrechen, weil ihre Wirtschaft zusammenbricht und sie im Ergebnis mehr Schulden haben als vorher. Und deswegen sage ich, wir müssen beides schaffen. Schulden senken und in Wachstum und Beschäftigung investieren. Und dafür können wir keine neuen Schulden machen, sondern wir brauchen auch Geld, um in Wachstum und Beschäftigung investieren zu können. Und auch deshalb ist die Besteuerung der Finanzmärkte der richtige Weg, liebe Genossinnen und Genossen. Und nichts brauchen wir mehr als Hoffnung in Europa. Das, was mir am meisten Sorge macht, ist, dass immer mehr die Europäische Union für viele Menschen nicht etwa ein Zeichen der Hoffnung und des Aufbruchs ist, sondern dass Menschen Angst vor dieser Europäischen Union bekommen. Als ich so 15, 16 Jahre alt war, da war Europa für mich was Tolles. Es begann die Debatte darüber, dass man Reisefreiheit hat, dass man andere besuchen kann. Für mich, ich kenne das noch, meine Großmutter hat noch das Lied gesungen von dem Franzos mit der roten Hose, der unser Erbfeind war, der Gegner Deutschlands war. Und meine Schule hatte auf einmal eine Schulpartnerschaft mit Frankreich. Wir konnten die besuchen. Meine Abschlussfahrt führte nach Paris, mein erster Auslandsaufenthalt nach Ameland in den Niederlanden. Ja. Ich erzähle jetzt keine Details. Aber für uns war Europa was Tolles. Aufbruch, Sicherheit auf Frieden, auf Wohlstand. Und jetzt schaut heute mal in unser Europa. In Spanien Jugendarbeitslosigkeit über 45%. In Griechenland über 40%. Selbst in Italien über 30%. In Frankreich und in England über 20% Jugendarbeitslosigkeit. Die jungen Leute, die da aufwachsen, erleben Europa nicht als Hoffnungssignal, das ihnen eine Perspektive für ihr Leben bietet, sondern als eine Gemeinschaft von Staaten, die tatenlos zusieht, dass junge Leute trotz guter Ausbildung keine Arbeit finden. Das sind die jungen Leute, die in 10, 20 Jahren dieses Europa bauen sollen. Auf deren Grundlage wollen wir weiterleben. Wir müssen ihnen wieder eine Hoffnung auf ein selbstständiges Leben geben. Und deswegen brauchen wir Investitionen in Bildung und Ausbildung und Arbeit auf unserem Kontinent. Das ist das, was Europa braucht. Übrigens, keiner soll sagen, es gäbe keine Ideen dafür. Ich weiß nicht, wie weit ihr die Debatte um erneuerbare Energien verfolgt. Jetzt gibt es seit ein paar Jahren die Idee, die Sonne der Sahara zu Strom zu machen und nach Europa zu bringen. Übrigens, der Erste, der diese Idee hatte, war der Gründer der deutschen Sozialdemokratie, August Bebel. Wenn euch mal einer erzählt, die Grünen hätten die erneuerbaren Energien erfunden, ist gelogen, war ein Sozialdemokrat. Der schrieb in einem Buch tatsächlich darüber, dass man die Sonne der Sahara zu Strom machen könnte und nach Deutschland bringen. Ich habe allerdings nie verstanden, warum er das in seinem Buch Die Frau und der Sozialismus geschrieben hat. Das weiß ich nicht. Aber ernsthaft, das ist eine kluge Idee. Aber ehrlich gesagt finde ich, wir sollten das machen, damit die Afrikaner Strom haben. Und nicht, damit wir das zuerst nach Europa bringen. Aber warum fangen wir nicht in Andalusien, in Portugal, in Süditalien, in Griechenland damit an? In meinem Land sind mit erneuerbaren Energien 350.000 neue Arbeitsplätze entstanden. Wie viel mehr könnten wir schaffen, wenn wir das zu einem europäischen Projekt machen würden, liebe Genossinnen und Genossen? Das ist eine Zukunft für Europa. Also ja, wir wollen Schulden abbauen, aber wir wollen auch investieren, damit Zukunft in Europa neu entstehen kann. Wir dürfen die Menschen in Europa, insbesondere auch in den Krisenstaaten des Südens, nicht ohne Perspektive lassen. Europa wird nicht weiter existieren, wenn wir nur innerhalb des Binnenmarktes wirtschaftliche Stärke austauschen und wirtschaftlichen Wettbewerb betreiben. Das ist ja leider der Eindruck, den jedenfalls in meinem Land Deutschland bei vielen entsteht. Viele Menschen erleben seit einigen Monaten auch ein Europa, in dem nicht mehr über den richtigen Weg verhandelt und Kompromisse verabredet werden, sondern dem erstmals in der Geschichte der Europäischen Union nach dem Zweiten Weltkrieg Macht ausgeübt wird, um in einem politischen Prozess Positionen durchzusetzen. Gott sei Dank keine militärische, aber eben politische und wirtschaftliche Macht. Und leider ist Deutschland der Ausgangspunkt dieser Entwicklung. Natürlich und Gott sei Dank sind wir weit davon entfernt, das Deutschlandbild des letzten Jahrhunderts wieder entstehen zu lassen. Davor braucht niemand Sorge zu haben. Aber die wirtschaftliche Macht Deutschlands darf eben auch nicht missbraucht werden, um anderen Staaten in Europa die deutsche Politik aufzuzwingen. Ich weiß, dass man in Deutschland viel Beifall und Zustimmung bekommen kann, wenn man den Eindruck vermittelt, dass die anderen in Europa halt das machen sollen, was von ihnen, von uns verlangt wird. Schließlich zahlen wir auch das meiste. Aber nichts anderes als dieses schlichte innenpolitische Kalkül, dass es deutsche Wähler vielleicht gut finden, wenn Deutschland Europa seinen Weg vorschreibt, ist das, was die deutsche Kanzlerin meint, wenn ihre Sprecher öffentlich erklären, dass es gut sei, dass in Europa endlich wieder Deutsch gesprochen wird. Viele Nachfolger der heutigen Bundeskanzlerin in Deutschland werden damit zu tun haben, in Europa dieses verheerende Bild von der deutschen Europapolitik wieder zu beseitigen. Dabei wäre viel Zeit gewesen, sich über den richtigen Weg im Umgang mit der Krise in Europa zu verständigen. Gut 2 Jahre lang haben die Konservativen und Neoliberalen in Europa und auch in Deutschland damit zugebracht, auf eine europäische Herausforderung nationale Antworten zu geben. Ich weiß nicht, wie das in den Niederlanden war, aber bei uns war der erste Spruch, die Griechen sollen das alleine klären. Kein Cent für Griechenland. Dann kein Rettungsschirm. Als nächstes doch einen Rettungsschirm, aber einen kleinen. Dann einen größeren, aber nur bis 2013. Dann einen, der viel länger, viel größer werden soll. Und immer wieder wurde Zeit verloren, die Krise wirklich in den Griff zu bekommen. Und erst ganz am Ende wurden europäische Antworten auf eine europäische Herausforderung gegeben. Davor gab es ständig nationale Antworten auf eine europäische Herausforderung, nur um die eigene Wählerschaft irgendwie bei der Stange zu behalten. Das Ergebnis ist, das Ganze ist schwieriger und viel teurer geworden Und ich finde, dafür müssen wir die Konservativen kritisieren, dass sie sich nicht gekümmert haben um dieses Europa. 23 von 27 Staatschefs in Europa sind Konservative. Die haben die europäische Krise vor die Wand fahren lassen, statt sie zu beheben, meine Damen und Herren und liebe Freundinnen und Freunde. Aber das liegt natürlich daran, dass es Konservativen und Liberalen schwerfällt, auf die europäischen Herausforderungen eine Antwort zu geben, denn natürlich sind sie nach wie vor verhaftet in der Idee dieser freien Märkte, die schon alles regeln werden. Die Konservativen schauen jetzt fassungslos darauf, wie die von ihnen vertretenen Werte der Marktwirtschaft unter die Räder geraten sind. Verantwortungsbewusstsein, Werte wie Leistung, Maß, Mitte sind in den Finanzmärkten durch Gier, Verantwortungslosigkeit und Maßlosigkeit ruiniert worden. Und die Neoliberalen glauben bis heute, dass alles nur ein Betriebsunfall und kein Systemfehler gewesen ist. In dieser viel zu langen Phase des Abwartens und der kleinen Trippelschritte wurde auch von der deutschen Regierung eben viel Zeit vertan. Zeit, die wir gebraucht hätten, das zu tun, was wir hoffentlich jetzt anpacken. Denn wir müssen den Geburtsfehler der Währungsunion in Europa beheben. Und der Geburtsfehler ist, du kannst auf Dauer keine gemeinsame Währung machen, wenn du dir nicht auch zum Ziel setzt, die Mitglieder der Währungsunion gemeinsam wirtschaftlich, finanziell und sozial zu entwickeln. Wenn du die Vorstellung hast, in einem gemeinsamen Währungsraum muss sich jeder um sich selber kümmern. Keiner ist füreinander verantwortlich. Jeder kann machen, was er will. Dann wird das am Ende zu der Katastrophe führen, in die wir hineingeraten sind. Und deswegen lautet und muss doch unsere Antwort lauten: Ja zu Europa, Ja zur Währungsunion, aber auch Ja dazu, dass wir unsere Politik in Europa stärker miteinander verbinden, in der Wirtschaftspolitik, in der Finanzpolitik, in der Steuerpolitik und auch in der Sozialpolitik, liebe Genossinnen und Genossen. Das ist doch die gemeinschaftliche Idee. Das ist für uns Sozialdemokraten übrigens kein einfacher Weg. Unser Internationalismus kommt ja aus einer anderen Tradition. Der Internationalismus der Sozialdemokratien in Europa kommt aus der Idee, dass die internationale Solidarität der Arbeiterinnen und Arbeiter Ausgangspunkt der Verständigung ist. Als ich 1889 in Paris das erste Mal die Internationale Arbeiterassoziation getroffen hat. Da haben die gesagt, das Kapital ist national organisiert, die Antwort ist die internationale Solidarität der Arbeiterbewegung. Übrigens, mehr als 100 Jahre später stellen wir meistens fest, das Kapital ist ziemlich international organisiert und wir gucken noch ganz schön stark auf unsere nationale Politik. Das ist einer der Fehler der europäischen Politik. Aber Europa ist nicht auf diesem Weg entstanden. Europa war keine Idee von unten über die Solidarität der Arbeiterbewegung, sondern Europa ist von oben entstanden als Lehre aus dem Zweiten Weltkrieg. Es gab gute Gründe dafür, dass es ein Regierungsprojekt war. Aber wir merken, dass es am Ende zu einem Elitenprojekt geworden ist. Und dafür gibt es einen einfachen Grund. Die europäische Einigung basiert darauf, dass wir in Europa Freiheiten schaffen, aber Freiheiten für Unternehmen, Freiheiten im Kapitalverkehr, Freiheit im Dienstleistungsverkehr, Freiheit für Unternehmen. Wir haben eine Europäische Union gebaut, bei der zwischen den Unternehmen, zwischen dem Kapital- und Finanzverkehr Freiheit existieren soll. Das ist auch gut so. Aber was wir nicht geschafft haben, ist, dass wir gleichzeitig damit Regeln geschaffen haben, die das verhindern, dass die Menschen in Europa in dieser Freiheit des Kapital- und Warenverkehrs gegeneinander ausgespielt werden. Wir haben keine sozialen und nur wenige ökologische Regeln. Am Ende des Tages stehen Gewerkschaften und Arbeitgeber und Arbeitnehmer manchmal in Europa in der Konkurrenz um die niedrigsten Löhne, um die schlechtesten Sozialbedingungen, um die niedrigsten Steuern. Das ist das Europa, was die Menschen kennengelernt haben. In meinem Land gab es ein Gesetz, in dem stand, ja, jeder darf sich aus Europa in Deutschland um Aufträge bewerben. Aus Portugal, aus den Niederlanden, aus Griechenland, auch aus Rumänien und Bulgarien. Aber wenn die Unternehmen kommen und sich um Aufträge bewerben, dann müssen die Löhne zahlen, die in Deutschland üblich sind. Weil wir nicht wollten, dass die um die schlechtesten Löhne konkurrieren, sondern um die beste Leistung. Dieses Gesetz, gleicher Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Ort, ist vom Europäischen Gerichtshof als Verstoß gegen den Binnenmarkt für rechtswidrig erklärt werden. Wenn das der Fall ist, brauchen wir uns nicht wundern, wenn die Menschen Europa nicht verstehen. Wir brauchen soziale Spielregeln in Europa, nur dann werden sie uns folgen in Europa. Ich plädiere deshalb dafür, weil ich glaube, dass wir den europäischen Prozess nicht zum Erfolg bringen können, wenn Europa ein Elitenprojekt bleibt. Wenn die Menschen nicht merken, dass Europa für sie auch eine soziale Heimat ist, dann werden sie Europa nicht folgen. Ich glaube, die meisten Bürgerinnen und Bürger meines Landes wissen vielleicht, aber ahnen, dass wir national soziale Sicherheit und Wohlstand nicht mehr alleine herstellen können. Ich glaube, die ahnen, die hören die Versprechen der Parteien gerne, dass wir das immer national alles schaffen wollen, aber ich glaube, so richtig glauben tun sie uns das nicht mehr. Sie ahnen, dass das nicht funktioniert mit der nationalen Sozialpolitik, der nationalen Wirtschafts- und der nationalen Steuerpolitik. Sie haben leider ein Europa kennengelernt, das ihnen gelegentlich Angst macht, deswegen glauben sie auch nicht so recht daran, dass es durch mehr Europa besser wird. Das ist das Problem, vor dem wir zurzeit stehen. Die Leute wissen irgendwie oder ahnen, alleine können wir das auch nicht, aber sie haben ein Europa kennengelernt, dem sie auch misstrauen. Und deswegen lasst uns nicht öffentlich sagen, wir wollen mehr Europa, sondern wir wollen ein anderes Europa, liebe Genossinnen und Genossen. Eines, in dem Menschen und soziale Rechte wieder eine Rolle spielen. Ich glaube, dass wir an einer Zeitenwende stehen. Ich habe es gesagt, dass der Marktradikalismus und der Neoliberalismus zu Ende geht. Und ich glaube, dass wir mit einem anderen, einem sozialen Europa mit Regeln und Spielregeln die richtige Antwort geben. In Deutschland haben wir gelernt den Begriff soziale Marktwirtschaft. Wir wollen den Markt, aber wir wollen Regeln für ihn. Damit hatten wir viele Jahre und Jahrzehnte Erfolg. Ich glaube, worum es jetzt geht, ist, dass wir die soziale Marktwirtschaft, die Bändigung des Kapitalismus zum zweiten Mal schaffen müssen, aber eben nicht mehr national, sondern international, und in Europa müssen wir anfangen. Ich glaube, dass Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten für diese Spielregeln, die wir international und europaweit brauchen, die einzige Bewegung und Parteienfamilie ist, die darauf die richtigen Antworten geben kann, weil wir über 100 Jahre Erfahrung damit haben. Das, glaube ich, ist das wichtigste Fund, das wir in die europäische Debatte einbringen können, dass wir über das Funktionieren von Gesellschaften und Wirtschaften viel mehr wissen, als das unsere Konkurrenten in der Regel tun. Ich glaube übrigens auch, dass wir soziale Sicherheit wirklich in unseren Heimatstaaten alleine nicht mehr garantieren können. Aber wir können eine zweite soziale Heimat schaffen, die das ergänzt, und das ist Europa. Nicht als paradiesisches Versprechen, nicht mit dem Hinweis darauf, dass ab morgen alles wunderbar ist, es keine Konkurrenz gibt oder keinen Wandel und keine Veränderung. Das sollten wir nicht tun. Aber Europa als ein Ort, der mehr kennt als die gnadenlose Konkurrenz und der sicheren Grund unter den Füßen gibt in einem Meer von Veränderung. Europa ersetzt den Nationalstaat nicht, aber Europa ergänzt ihn. Eigentlich ist Europa sogar die einzige Chance, dass Nationalstaaten auf unserem Planeten überhaupt noch an Bedeutung haben und vor allen Dingen in unserem Kontinent. Ich glaube nicht, dass in einigen Jahren der chinesische Staatspräsident oder die indische Regierung 27 Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union nacheinander anruft, um mal zu fragen, was sie denn so zu den Problemen der Welt denken. Sondern entweder Europa hat dann eine Stimme oder Europa hat keine Stimme mehr. Ich glaube, dass es darum geht, den europäischen Gedanken weiterzuentwickeln. Der war einer, der sehr nach innen orientiert war. Europa ist entstanden aus der Idee, dass wir in Europa nie wieder Krieg und Völkermord erleben wollen. Die Lehren der zwei großen Weltkriege des 20. Jahrhunderts. Ich glaube auch, dass der Gedanke nach wie vor wichtig ist, wer glaubt, der Frieden in Europa sei auf Dauer gesichert, der soll nur einen Blick auf den Balkan werfen. Und schon merkt man, wie labil der Frieden ist, wenn die Europäische Union noch nicht da ist. Aber dazu kommen muss etwas Neues. Denn wenn ich meiner Tochter, die ist 23, wenn ich der sage, du, wir brauchen die Europäische Union, damit wir mit Frankreich keinen Krieg mehr machen, dann guckt die mich ein bisschen komisch an und sagt, das hätte sie sowieso nicht vor, sie wolle immer nur ihren Freund in Paris besuchen. Sie will sozusagen eine Begründung, die darüber hinausgeht. Und ich glaube, dass die Begründung ist, dass Europa die Interessenvertretung der Bürgerinnen und Bürger Europas im Weltmaßstab sein muss. Bei den Fragen Welthandel, ökologische Krisen, Klimakrise, Menschenrechte, Krieg und Frieden müssen die Europäerinnen und Europäer eine Interessenvertretung haben, die die Stimme Europas zur Geltung bringt. Und das muss in Zukunft das Europa sein, für das wir eintreten. Übrigens, das kann nur ein Europa, das demokratischer wird. Das kann nur ein Europa, in dem die gewählten Vertreterinnen und Vertreter Europas im Europäischen Parlament das erste, aber vor allen Dingen auch das letzte Wort haben über europäische Entscheidungen und nicht die Staats- und Regierungschefs, wie sie sich heute von Gipfel zu Gipfel treffen. Wir werden die Skepsis gegenüber Europa nur verändern, wenn wir eine andere Idee von Europa verbreiten. Europa ist für die Sozialdemokratie mehr und viel mehr als ein Projekt gemeinsamer Märkte und einer gemeinsamen Währung. Europa ist vor allem eine Idee vom Zusammenleben der Menschen und der Völker. Die europäische Idee stellt das Gemeinwohl über das Einzelinteresse. Die europäische Idee stellt kulturelle Vielfalt über den Zwang zur Anpassung, Lebensqualität über die Anhäufung von Reichtum und nachhaltige Entwicklung vor der rücksichtslosen Ausbeutung der Natur. Und übrigens, die europäische Idee stellt auch Zusammenhalt, Zusammenarbeit und Kompromiss über einseitige Machtausübung. Es ist diese Idee von Europa, die uns Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten antreiben muss. Wenn wir dieses Europa wieder lebendig machen wollen und wenn dieses Europa Erfolg haben soll, dann muss es eben ein soziales und ein deutlich demokratischeres Europa sein, am besten eben ein sozialdemokratisches. Ein deutscher Journalist schrieb vor kurzem, solange das europäische Projekt nur als Nutzgemeinschaft der Wirtschaft erscheint und nicht als Schutzgemeinschaft für seine Bürgerinnen und Bürger, wird die Zustimmung in Europa nicht steigen. Ich bin sicher, er hat recht. In den Niederlanden, in Frankreich, in Deutschland, überall in Europa muss die Sozialdemokratie dafür kämpfen, dass Europa auch eine Schutzgemeinschaft für die Menschen auf unserem Kontinent wird. Liebe Genossinnen und Genossen und liebe Freundinnen und Freunde, ich prophezeie euch, wenn wir das tun, wird das Pendel wieder in unsere Richtung ausschlagen. In Dänemark stellen die Sozialdemokraten jetzt wieder mit Helle Thorning-Schmidt eine Regierungschefin. Unser Freund Martin Schulz ist erst vor wenigen Tagen zum Präsident des Europäischen Parlaments gewählt worden und er hat, wie ich finde, eine wirklich sozialdemokratische Antrittsrede gehalten, zu dem ich ihm sehr gratuliert habe. Auch in Frankreich hat die europäische Sozialdemokratie mit unserem Freund François Hollande gute Chancen, nach François Mitterrand wieder einen Sozialisten an die Spitze unserer französischen Nachbarn zu stellen. Und auch in unseren beiden Ländern haben wir die Chance, wieder Mehrheiten zu gewinnen, aber keine unserer Antworten in unseren Nationalstaaten wird am Ende glaubwürdig sein, wenn wir sie nicht an eine glaubwürdige europäische Antwort knüpfen. Das zu schaffen, ist jetzt unsere Aufgabe. Ich glaube, es ist die Aufgabe dieses Jahrzehnts. Und wenn wir es schaffen, liebe Genossinnen und Genossen, dass wir diese Aufgabe bewältigen, dann werden wir das zweite Jahrhundert der Sozialdemokratie einläuten. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Absolutely.